Wie fühlt sich dein Haar denn jetzt an? Es fühlt sich kaputt an. Es macht keinen Spaß, es zu frisieren. Lustlos kann ich sagen. Ja, es hängt einfach so runter wie so ein begossener Vogel, würde ich sagen. Ne? Also es ist, ja, nichts da. Mignon, was wäre deine Traumvorstellung? Wie sollen sich deine Haare anfühlen? Auf alle Fälle fülliger. Ich weiß, man kann es nicht fühlen, aber ich möchte es auch gesünder haben, dass sich das gesünder anfühlt. Ich kann all deine Wünsche erfüllen. Dann würde ich dich küssen. Hast du ein neues Haargefühl? Meine Haare fühlen sich fantastisch an. Ich hätte es nicht geglaubt, aber sie fühlen sich einfach kräftiger an, fülliger und ja, aber es ist mal so schwierig zu beschreiben und gesünder vor allem. Und ich habe einen Haarschnitt. Es ist unglaublich, ich kann reinfassen und sie fallen gleich so, wie sie fallen sollen. Also es ist unglaublich. Ich habe endlich mal das erste Mal in den ganzen 30 Jahren einen Haarschnitt und ich fühle mich fantastisch. Und das Beste ist ja, ich weiß, ich kriege es zu Hause auch hin, weil schaut, guck mal, es fällt einfach. Wie geil ist das denn bitte? Mignon, sind deine Wünsche erfüllt worden? Und ob sie erfüllt worden sind, also was wünscht man sich mehr als gesundes Haar, vor allem fülliges Haar, wenn man sehr, sehr feines Haar hat. Und ja, das erste Mal in meinem Leben habe ich fülliges Haar und es ist ein Traum. Ich liebe meine Haare.